Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe richtig, richtig fette Informationen für euch, denn wir können spekulieren, dass wir bald endlich den Apex Legends Solo-Modus bekommen, den sich viele von uns schon so sehnlichst wünschen. Warum könnten wir davon ausgehen? Ganz, ganz wichtig, könnten, das sind jetzt keine Leaks, sondern Vermutungen von mir, denn wir wissen, dass die mobile Version von Apex Legends so ein bisschen ein Testzentrum für bestimmte Modi ist. Der Gunrun-Modus wurde vor einiger Zeit getestet in einem Event auf der mobilen Version und der Gunrun-Modus kam dann jetzt schlussendlich auch in der Standard Apex Legends Version und der Solo-Modus kommt am 5. Oktober. Ich zeige es euch einfach mal als Beweis auf der offiziellen EA Apex Legends Mobile Seite. Der Solo-Modus kommt und er kommt, wie es scheint, nicht als limitiertes Event, sondern als fester, auswählbarer Modus für immer. Hier steht nichts von dem Event, wie gesagt, das möchte ich betonen. Und wir können davon ausgehen, wie gesagt, Gunrun-Modus zum Beispiel war ein Experiment, ging gut, lief geil und man hat vorab schon gehört, dass die mobile Version so ein bisschen zum Experimentieren dient. Gerade exklusive Legenden wie Fate hieß er, glaube ich, wo wir davon ausgehen können, dass der vielleicht irgendwann in die Vollversion von Apex Legends kommt auf allen Plattformen. Und so kommt jetzt endlich der Solo-Modus. Und warum soll der beliebte Solo-Modus, der so lange von vielen gewünscht ist, der in Season, ich glaube es war in Season 2, mal für 2 Wochen am Start war, quasi vor 2,5 Jahren, der war so beliebt und er kam so gut an und er wurde schlussendlich wieder entfernt. Das war nur ein Limited-Time-Modus. Viele sind bis heute sehr enttäuscht, warum der nicht fest im Spiel ist. Und Respawn hat dies auch begründet. Es ist ein Teamspiel, die Legenden bauen aufeinander auf, die Fähigkeiten bla bla bla. Warum bla bla bla? Klingt alles so ein bisschen genervt von mir, sorry dafür, aber es ist einfach mal ein Fakt. Ich weiß, das haben auch viele von euch bemängelt. Ja, natürlich ist ein Teamspiel, Solo-Modus hat da nichts zu suchen, aber hey, gebt den Leuten, die Solos spielen, doch den Solo-Modus. Wo ist das Problem? Für die Leute, die sagen, ey, es ist ein Teamspiel, spielt doch den Solo-Modus nicht. Es ist doch einfach ganz simpel. Es gibt einen Solo-Modus, es gibt einen Duo-Modus, dann gibt es einen Trio-Modus, dann gibt es hier Arena, dann gibt es da was. Für jeden soll was dabei sein. Warum nicht der Solo-Modus? Und ich habe so Bock drauf und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vielleicht in Season 15 schon mal testweise oder dann in Season 16 vielleicht den Solo-Modus endlich fest ins Spiel bekommen für immer. Ich denke, davon können wir fest ausgehen. Wie gesagt, wie lange das dauern könnte, keine Ahnung. Aber wenn es in der mobilen Version implementiert wird, warum dann nicht in der Vollversion? Und so wird es sicherlich auch irgendwann soweit sein, dass wir auch einen Team Deathmatch-Modus, denke ich, im Standard Apex Legends bekommen. Aber, wie gesagt, alles Zukunftsmusik. Aber ich bin mir einfach sicher. Eure Kommentare, ich bin gespannt. Was haltet ihr davon? Habt ihr Bock auf den Solo-Modus? Vielleicht später auch mal den Team-Deathmatch-Modus. Wahrscheinlich wird es dann, wenn, dann eher der Team-Deathmatch-Modus. Und Solos kommt vielleicht ein paar Monate später dazu. Wie auch immer, bevor ich mich jetzt hier sinnlos verquatsche, ihr wisst, um was es ging. Haut eure Kommentare rein, was ihr denkt. Ich würde mich auf jeden Fall mega drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.